So, da sind wir bei Resident Evil 6. Weiter geht's. Wir sind dabei, mit Leon und Hella zusammen gegen Deborah zu kämpfen, die beim letzten Mal am Ende mutiert ist. Und wir gehen erstmal hier runter. Wir wurden gerade getrennt. Und gleich geht's runter in die Arena. Was heißt Arena? Naja, es ist nicht wirklich eine Arena. Also es sieht aus wie eine Arena. Whatever. Ins Kampffeld, wie auch immer ihr es wissen wollt. Dort, wo wir sie töten werden. Ganz einfach. So kann man sich, glaube ich, am allerbesten merken. Hier. Ein Ring? Oh ja, die Szene stimmt. Bitte nicht falsch verstehen. Das klärt sich später. Das hat sich allerdings später geklärt. Wissen wir ja schon. Für die Leute, die die anderen Szenarien auch schon gesehen haben, die ich aufgenommen habe. Nämlich alle, außer das hier. Das heißt, wenn ihr das Let's Play bis hierhin verfolgt habt, dann habt ihr diese Szene schon gesehen und wisst eigentlich, was hier passieren wird. Das ist, ich finde es unglaublich genial, dass man in diesem Game wirklich jeden Blickwinkel im Prinzip spielen kann und einfach wirklich die Story aus jeder Richtung sehen kann, was abging, wo und wie es zu was kam. Das finde ich super genial. Aber wenn man eben auf so ein System setzt, wo man das wirklich alles kann, kann man es nicht vermeiden, wenn sich Charaktere über den Weg laufen, dass man eben Sachen doppelt spielen muss, ganz einfach. Ist eigentlich auch nicht weiter schlimm, weil es hält sich zum größten Teil eigentlich in Grenzen. Aber wie gesagt, allein, das ist schon mal ein sehr, sehr großer Pluspunkt, finde ich, bei Resident Evil 6, dass man nicht einfach nur diesen einen Blickwinkel hat, wie sonst immer im Prinzip. Und gut, Resident Evil 1 hat das ja auch schon gemacht, dass man im Prinzip die anderen Blickwinkel hatte. Das ist, von dem her ist es nicht so eine großartige Neuerung. Also wollen ja jetzt nicht Apple spielen und irgendwie Sachen, die es seit 12 Jahren gibt, als neu verkaufen. Von dem her, also es gab es schon eigentlich seit dem ersten Teil. Wenn auch natürlich nicht so ausgebaut und nicht so filmreif inszeniert, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Also die Inszenierung von dem Game ist holy fucking shit, die ist gut. Die ist gut. In deinen extrem wohldefinierten Hintern, verdammt Scheiße. Wobei, das bringt, glaube ich, gar nichts. Du brauchst mir auch gar nicht so hinzuschrecken. Nein, ich verschone dich nicht. Wenn Sie einen Funken Mitgefühl haben. Ins Gesicht! Holy fuck, mit einem Tritt. Goddammit, Stiefel des tödlichen Grauens. Was? Brandgranate? Why not? Why? Warum eigentlich? Warte mal ganz kurz. Granaten ist eine gute Idee. Warum zum Teufel? Brenne! Das müsste ja theoretisch. Wobei, naja, okay, es stunt sie irgendwie ein bisschen. Das ist eher das, was passiert hier. Ja? Oh, Alter, Leon, das hat weh. Holy shit. Einfach mal ein No-Shit-Sherlock sein. Oh, Alter, das sah aus, als wenn es echt wehgetan hätte. Warte mal. Oh Gott. Was ist der denn da? Lass mich doch mal überlegen. Was ist denn mit Explosivpfeilen? Wenn ich da irgendwie einen Explosivpfeil in dieses gelbe Ding reintreffe, müsste doch relativ fatal sein. Das ist fatal vielleicht nicht, aber müsste auf jeden Fall gut Schaden machen, denke ich. Vielleicht eines dieser Dinge in die Luft jagen. Schauen wir mal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Aber das hat es jetzt nicht so wirklich beeindruckt. Also ich habe jetzt irgendwie mit mehr Reaktion gerechnet. Als oh shit, war das voll neben dem Fass, Mann. Ich bin zwar fast tot, aber fick dich. Kill it with fire. Klappt meistens. Okay. Munition, Munition. Erstmal eine Windmühle machen! Was zum Teufel, Mann? Du bist voll der B-Boy, B-Girl, Mann. Fly-Girl, was auch immer, wie man sowas nennt. All die Worte, die man schon mal gehört hat, aber nie selbst benutzt hat. Kennt ihr das? Wow, holy fuck. Oh, crap, Mann. Voll. Nochmal in ultimativen Rage-Modus gehen. Nochmal ein rotes Kraut. Jetzt werfen sie echt um sich damit. Ansonsten doch recht selten gesehener Gast hier, das rote Kraut, bisher in ihrem Szenario. Ah, shit! Fuck! Voll umsonst. Voll umsonst gewesen, habe ich recht. Naja, gut, da muss ich echt einfach mehr auf die aggressive Taktik rangehen, denke ich mal. Ich denke, das wird das Beste sein. Ich einfach wirklich draufballern, nicht irgendwie großartig rumexperimentieren, sondern meine Waffen. Ja, seht ihr? Klappt doch. Goddammit. Alles Zeitverschwendung, diese Rumexperimentiererei. Ist gerade die Munition verschwunden? Ihr Bullshitter, Mann. Oh, Alter. Kannst du nicht die Munition verschwinden lassen, zu der ich gerade hinrenne? Klapp, komm. Was zum Teufel habt ihr euch dabei gedacht?
Okay. Oh, jetzt kurz, warum nämlich eigentlich... Oh, fuck. Die gute Schrotflinte. Oh ja, oh ja, oh, holy fuck. Zum Glück lag ich da gerade. Komm schon. Komm schon. Pack dein Ding aus. Das ist auch Dancen, das ist so krass. Alter Leon, du stehst mir direkt im Weg. Aber ich weiß zum Glück einigermaßen, wo das Ding gerade war. Da hinten. Oh, shit. Sweep. Nein. Oh, ja. Warte mal, was? Wie grünes Kraut passt nicht in mein Inventar? Laber doch kein Bullshit. Ich hatte davor sogar einen Slot frei. Oh, Mann. Der Kampf gegen sie ist echt nervig. Ich hatte gar nicht mehr so nervig in Erinnerung. Oh, fuck you, Mann. Ohne Scheiß. Das bringt ja nicht so wirklich was, nur auf sie zu schießen. Das ist echt Munitionsverschwendung. Lieber abwarten. Und dann ordentlich ihren Bobble rannehmen. Aber so richtig. Hardcore. Also, dass sie dich anzeigen will danach. So richtig übel, Mann. Kein Scheiß. Oh Gott, um Sniper gibt. Was habe ich mir dabei gedacht? Alter, die Feuerrate ist ja Pupu bei dem Ding. Fällt mir jetzt erst auf, wenn man in so einem Kampf ist. Ich glaube, ist gerade ihr letzter Bobble geplatzt, oder? Oh, was? Warte mal, war denn die auf der anderen Seite? Oh, du Bullshitterin, Mann. Heute ist nicht mein Tag irgendwie. Irgendwie nicht so wirklich, ne? Was zum Teufel bist du? Weil mir nicht mehr überlegt, wir müssen ja nicht nur jetzt gegen sie kämpfen, sondern auch danach dann noch eine lustige Fahrt an. Eine Fahrt machen hier. Alter. Jetzt ohne Witz mal. Was, wo ist mein Aim nur heute hin? Ich habe keine Ahnung. Mein Aim ist im Winterschlaf. Für alle, die dieses Let's Play jetzt im Sommer anschauen, da gibt diese Aussage immer sowas von gar keinen Sinn. Und wisst ihr, was das Faszinierendste an der Sache ist? Ist mir scheißegal. Denn die geht mir voll auf die Klöten. Mit deinen komischen Moves, Alter. Die waren schon in den 80ern in der Disco out. Kein Witz, Mann. Die hätten nicht mit Bierflaschen beworfen und nicht rausgeboot. Jetzt machen wir auf, das Ding. Jetzt komm schon. Hey, wir sind mal ein Taumel, Mann. Aber selbst wenn ich nicht treffe, was machen eigentlich Leon und Helena die ganze Zeit? Schießen die eigentlich überhaupt drauf? Sollte ich ihnen nicht nur helfen? Sollte ich... Es hieß doch, helf ihnen. Nicht besiegt den scheiß Boss alleine. Jetzt haben wir das letzte Ding zum Glück mal weg, wenigstens. Hat auch lang genug gedauert. Okay, noch mehr Kräuter. Was ist das denn? Munition? Ich kann keine Munition mehr mitnehmen. Oh, ich habe zu wenig. Warte mal ganz kurz. Echt? Das geht, dass man zu wenig grüne Kräuter hat und zu viele rote? Wow. Das ist ein ganz neue Seiten hier an dem Spiel. Leon? Ada, Helena, wie wär's mit Hilfe? Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie gleich. Ohne Scheiß. Kannst du nichts alleine machen, ja. Vor allem, wie wär's mit Hilfe? Du bist gerade erstmal... Du hast noch nicht mal einen Gegner gesehen und monkst mich schon an hier auf diesem Fahrstuhl. Ich kann nicht so wirklich viel machen. Soll ich dir vielleicht noch einen Tee bringen? Oh, der feine Herr. Wie läuft ein bisschen Hilfe? Fick dich. Nein, okay. So böse war es nicht gemeint. Aber so manche... Ich meine, es ist Capcom. Es ist Capcom. Also die... Ich weiß nicht... Ich muss gerade sagen, in Resident Evil 6 haben sie sich gebessert, was die Gespräche von den Charakteren angeht. Aber es ist halt Capcom, die waren schon immer so ein bisschen... Bei manchen Sachen, wo du denkst, what? Warum sagt er das in diesem Moment? Oder warum sagt er das jetzt und nicht vor 2 Minuten, wo es sinnvoller... Egal. Der Fahrstuhl bringt mich auf ganz abstruse Gedanken. Vor allem Helena hilft es schon, ist schon okay. Ich weiß zwar nicht, wo sie hinschießt. Ich glaube, sie jagt Ratten oder so. Mädel, wenn du... Wohin zielst du? Du würdest auch voll gegen die Wand schießen, aus meiner Perspektive. Wobei,
Vielleicht mal gar nicht. Sah nur so strange aus irgendwie gerade. Okay. Hm. Und die Seite habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Einfach nur hier drin sitzend. Ihn die Arbeit machen lassen. Ah, ja. Du Sucker. Jawohl. Ja, war schön. Hi, Leon. Kann die wilde Fahrt losgehen? So. Also ein Tipp für alle, die diese Szene hier gerade spielen, was mir so aufgefallen ist, als ich es nochmal gespielt habe, warum wir nicht einfach liegen bleiben? Nicht irgendwie eine verdammte tausendste Sekunde davor den Button drücken müssen. Nein, scheiße, bleib einfach liegen, interessiert's. Ich mach kein Quicktime-Event, wenn ich nicht will. Ah, ein bisschen davon ist schon sie. Sag mal, diese Fleischpeitschen da aus dem Rücken sind es nicht so wirklich sie, aber wobei, mittlerweile sind es halt schon, ist halt doch, es ist sie. Es war ein Glück, dass wir da hingefallen sind. Oh, schau mal, ja, auf dich habe ich ja gewartet. Oh Gott, keine Ahnung mehr. Eins haben wir. Oh Gott, lad nach. Lad doch nach. Nö. Jawohl, Nummer zwei. Und tschüss. Oh Gott, ist er da hinten? Das war einfach mal eine Brandgranate. Das ist, glaube ich, nicht so die allerbeste Idee, die ich heute hatte. Oh Gott, jetzt kommt das da. Und bam! Smooth as balls, Alter. Kein. Oh, what? Oh, war da eh da lang, okay. Keine Sekunde zögern. Aber draufhalten. Oh. Hoppla. Das sieht nicht gut aus. Zwei Schuss noch, wobei, hey. Könnte auf jeden Fall reichen, um das Ding direkt einfach mal wegzukriegen. Ohne viel Stress. Fahren wir eigentlich? Ich sehe gerade nicht so wirklich viel, aber ihr macht es schon gut, ihr beiden. Ihr seht so niedlich aus, wenn ihr euch gleichzeitig duckt. Die denken sich auch gerade, Ada, wir müssen reden. Wir können so nicht arbeiten. Du musst aufstehen während deiner Arbeit. Das geht nicht. Ah, ihr Sucker. Die Frage mal zu beantworten. Nein, wir haben es nicht mit diesen zwei Schuss geschafft. Shit. Das Gute ist, das muss ich jetzt nicht machen, weil ich da am Rumhängen bin. Leon! Deborah. Tu es! Rettest du zuerst mich? Was tust du? Rettest du zuerst mich, ja? Oder rettest du sie zuerst, ja? Oh Gott, oh Gott, rette sie doch! Was zum Teufel tust du? Was tust du? Ich habe voll keine Ahnung mehr hier drin. Ah, shit, Leon. Was bist du für ein Agent? Du entlädst ein Magazin dahin und hast zweimal getroffen. Ich hab's genau gesehen. Du hast zweimal getroffen mit dem einen Magazin. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder heulen soll. Gut, dann machen wir es gleich nochmal. Also muss ich hier auch die Arbeit machen. Nicht helfen Sie Leon und Helena, sondern gucken Sie, dass Leon und Helena nicht draufgehen. Oh, by the way, leg den Boss. Du, Sucker. Ich hab halt auch nicht irgendwie unlimited fucking ammo. Ja, super. Und jetzt... Fuck. Es ist nervtötend, weil es einfach eigentlich total simpel ist. Ich aber einfach zu wenig Ammo hab und es gerade irgendwie vom Aim-technisch nicht so wirklich hinbekommen, warum auch immer. Und Leon mir auch keine große Hilfe ist. Genauso wie Ada bei Leons Szenario keine große Hilfe. Ich weiß auch nicht. Die haben doch alle Probleme irgendwie. Komm schon. So, jetzt. Ja. Alter, das reicht schon wieder nicht. Habe ich recht? Oh, wobei. Oh, fuck you, Leon. Komm schon. Das ist echt nicht mehr witzig gerade.
Aber ich glaube, bei Leons Szenario sind wir auch schon an der Stelle gegangen. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, also ich habe die Stelle nicht sehr positiv in Erinnerung, so würde ich sagen. Frage ist, kann ich das hier mit der... Kann ich das vielleicht mit der... Armbrust machen? Na, es bringt nicht so wirklich viel, wenn ich hier irgendwie meinen Loopy-Loop-Sprung mache, oder? Oh, oh, oh! Explosive, baby! Nice! Okay, explosiver Pfeil hat den Tag gerettet. Wurde ja auch Zeit. Okay. Keine Tränen mehr. Bis ich dich gerecht habe. Das ist voll glitschig wahrscheinlich. Bitte. Vergib mir. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also half ich ihm. Ich half Simmons, den Secret Service zu überlisten. Das ist definitiv Simmons' Deal. Aber warum tut er das alles? Lange Geschichte. Wir haben es hier mit den wahren Strippenziehern zu tun. In diesem Spiel reicht ein einziger falscher Zug und... Und Batman? Das ist auch kein interessiert, dass er hier so ein Tetris-Stein-Telefon hat. Wie geht es Ihnen? Kommen Sie doch runter und ich zeige es Ihnen. Nein, vielen Dank. Aber ich möchte Ihnen etwas zeigen. Oh Gott, was ist jetzt schon wieder? Mehr Spielchen? Aber nein, nur etwas, das Ihnen sicherlich weiterhilft. Okay, weiterhelfen würde, im Sinne von, du kannst Scheiße damit in die Luft jagen? Das wäre interessant auf jeden Fall, dann würde ich mir gern helfen lassen. Erstmal Slidey Slide. Oh yeah, aber grünes Kraut ist gut. Grünes Kraut ist gut, denn das können wir kombinieren. Und es noch mehr Pillen machen. Warte mal, was? Wieso geht es... Kann ich gar nicht so viele haben? Ist das Maximum 15? Ich habe keine Ahnung. Whatever. Wir gehen mal hier rein. Probiere ich es dann eben nachher, wenn ich ein bisschen weniger Pillen habe, nur noch. Es wird nicht so arg lang dauern, glaubt mir. Die Dinge sind halt relativ schnell wieder weg. Denn ich meine, so ein Block HP ist halt irgendwie, wenn man nicht aufpasst, nie mal eine Sekunde weg. Also von dem her, es ist nicht so abwegig. Habt ihr auch gerade vorhin gesehen, dass es beim Kampf gegen Deborah auch sehr erfolgreich war. Geheilt und zwar sofort wieder weg, also von dem her. Ja, es ist ein ewiges Hin und Her. Es ist ein ewiges Hin und Her. Ich dachte gerade, es wäre blaues Kraut. Vorbeirutscht. Wow, what the fuck? Wo sind die Papes? Okay, wir sind im Forschungslabor unten angekommen und ich glaube, ich habe irgendwie eine Vermutung, was Simmons uns zeigen will. Gucken einfach mal, ob ich recht behalte. Und ja, wie es einfach hier weitergeht mit ihrem Szenario. Bis dahin, haut rein!